Hallo, bevor das Video losgeht, kommt jetzt nochmal eine kleine Aussage. Ich distanziere mich hiermit von allen politischen Meinungen, Äußerungen und Seiten, die man durch dieses Video damit in Verbindung bringen könnte. Des Weiteren kommen in diesem Video Personen, Parteien oder auch Symbole vor, die für manch einen störend oder anstößig sein könnten. Daher bitte ich jeden abzuschalten, der mit dem Zweiten Weltkrieg oder die dazugehörigen Personen, Parteien oder Symbolen Probleme hat. Dieses Video dient der reinen Unterhaltung und sollte auch nicht anders gesehen werden. Vielen Dank. Überspringt einfach die ersten 40, 50 Sekunden pro Video. Das wird jetzt in jedem Hearts of Iron 4 Video auf jeden Fall kommen. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Vielen Dank. So, ich sehe, wir sind in der nächsten Folge. Wir machen schön hier weiter. Sind hier langsam in einer Pattsituation gekommen. Oh, wo sind wir jetzt auf einmal hingegangen? Weil wir Frankreich nicht besiegt bekommen. Ja, so mal Genolinie. Jetzt haben wir das, was ich wollte. So, jetzt konzentrieren wir uns auf den Ausbau unserer Werften. Wir werden die Länder noch nicht erobern. Ein paar unserer Generäle wurden verwundet. Ja, hier gegen Polen müssen wir mal gucken. Spanien macht hier unten sehr gut Fortschritt. Wait, welches Bündnis ist Griechenland beigetreten? Dem Bündnis von Polen, aha. Okay. Finde ich jetzt nicht so toll, aber... Könnt ihr da mal endlich irgendwie mal die Stadt erobern? Bitte. Hier kommen kriegst du drei Divisionen. Kriegst auch noch welche. Hier kommen Krakau. Eingekesselt, erobert. Japan macht unseren Verbündeten da unten ziemlich die Hölle heiß. Warschau ist gefallen, was natürlich jetzt dafür sorgt, dass Danzig ihre nächste Hauptstadt wird, welche wir irgendwie nicht kriegen. Die hätten uns Danzig einfach übergeben können und hätten wir ihnen gegen die Russen geholfen da oben, gegen Russland, gegen die Sowjetunion ist das ja, glaube ich, hier. Yep. Ja, Produktion ist für ein Poppes. Wir verlieren auch wieder hier oben bei den Franzosen Boden. Ja, je länger ein Krieg andauert, desto mehr Probleme habe ich hier auch. Ich müsste auch meine Division langsam mal hier verbessern. Also hier oben ein paar mehr anschaffen. Problem ist auch, dass Italien zu meinem Wunder wahrscheinlich ein Friedensangebot hat mit... Dings. Gut, Spanien, ich brauche deine Hilfe. Spanien? Oh mein Gott, Spanien hat keine Truppen mehr. Wie viele Truppen hat Spanien? Oh, 35. Okay. Oh, das ist super. Der Kessel hier ist, super. Okay. Meins. Meins. Oh, das geht schon wieder. Was? Ich will Danzig. Darf ich haben. Ich will das. Darf ich haben. Ich will das kleine Stück hier haben. Ich will auch das haben. Okay, das da oben könnt ihr auch haben von mir aus. So. Griechenländisch. Griechenländisches Territorium. Ja, Griechenland. Ich weiß nicht. Eine Marionette. Und die soll dann ja hier so
du das Territorium haben? Nee, warte, so Marionette, Griechenland, wo bist du? Da. So. Erste Friedensverhandlung. Mal warten wir mal ganz kurz. Volksrepublik Polen. Oh, das tut mir so leid. Das tut mir leid. Aber wir haben dafür Nationale Union Griechenland. Das ist schon mal okay. I guess. Wo gehen wir jetzt mit euren Truppen hin? Ja, unterstützt mal da unten. Solange die jetzt keinen Deutschlandfeldzug direkt planen. Habt ihr Truppen? Wenn ja, eine. Okay, das ist nicht gut. So, du gibst mal deine Truppen dahin ab. Ja. Da haben wir schon mal die erste Friedensverhandlung gehabt. Leider nicht so gut für uns ausgegangen. Na gut, wir haben Griechenland als unseren neuen Verbündeten, in Anführungszeichen. Dafür sieht es hier für... Es wird gegen uns... Bulgarien gegen... Oh, Finnland. Oh, oh. Oder? Warte mal. Der Z-Plan. Dänemark existiert nicht mehr. Niederlande existiert noch. Norwegen und Schweden. Warum eigentlich Feinde machen, wenn wir auch ein Bündnis machen könnten? Schönes. Wir könnten auch ein schönes Bündnis-Gameplay machen, wo wir eine schöne große Fraktion machen. Was ich immer gerne nehme, ist diese Mischung hier aus synthetischer Forschung und Industrie. Und wir versuchen es nochmal. Euer Ziel ist einmal diesen Hafen hier zu erobern um Ecke. Das habt ihr gut gemacht. Dann geht ihr weiter nach da und ihr nach da. Irgendwie ein bisschen Spanien unterstützen. Ein Fußgängerweg nach Spanien rüberbauen, wollte ich gerade sagen. Können wir die einfach hier so einkesseln vielleicht? Das wäre es ja noch, wenn wir die jetzt hier einkesseln könnten unten. Ich weiß, dass ich beim Z-Plan zwar eine bestimmte Menge an Schiffen bauen müsste, aber das ignorieren wir gekonnt und sorgen einfach nur dafür, dass wir die Bündnisse bekommen. Ich weiß gar nicht, es hat eine Auswirkung darauf, wenn wir es natürlich nicht schaffen, aber es geht schon. Wir müssen eh erstmal den Frieden hier bekommen. Trotzgeber lebt Mordanschlag. Das könnte für die Sowjetunion ein Problem werden. Kann ich jetzt schon sagen. Das hatte ich schon öfters. Das haben die nicht so gut überstanden in vielen meiner Playthroughs. Ich krieg aber hier die Stadt nicht. Das, Alter. Okay, weißt du was? Luxemburg. Ja, Luxemburg tritt Frankreich bei. Ihr wollt mir jetzt nicht sagen, dass ihr gegen eine Division da verliert. Das wollt ihr mir nicht sagen, oder? Ihr, die glorreiche
Fünfte Armee und die doch nicht so glorreiche, keine Ahnung wie vielte Armee. Erste. Ihr habt gegen Luxemburg ver... Okay. Ich sehe das Problem. Frankreich möchte sich ein. Egal. So, geschlossen. Frankreich möchte sich aber nicht mehr lange ein. Krieg. Wie sieht's aus mit Frankreich? Frankreich macht wirklich nicht mehr lange mit. Das brauchen wir erstmal nicht. Wir sind auch hier gut dabei. Kann ich hier schon anfangen zu forschen? Nein. Ich will echt was Neues probieren und da hoffe ich auch wirklich, dass das irgendwie denn klappt. Nicht, dass ich dann so viele Ressourcen und Sachen und Zeit auch damit verschwende, weil ich will mich darauf vorbereiten, denn schon mal die Sachen zu gucken, ob die klappen, denn für das neue kommende, nennen wir es mal DLC, immer. DLC Add-on, wie man auch will. Ich will jetzt hier langsam aber sicher auch mal eine Schneise machen. Die Alliierten müssen wir loswerden. Habt ihr das Commonwealth gegründet? Das Commonwealth of Nations habt ihr nicht. Weißt du was? Sicherheitshalber hier Parteipopularität steigern. Staatsstreich. Faschistisch. Hier genau das gleiche, ein faschistischer Staatsstreich. Ich habe ja die Hoffnung, dass wir dadurch die Länder dazu bekommen, dass sie diesen Krieg nicht ordentlich weiterführen können. Und Luxemburg ist gefallen. So. Metz, wenn wir die Stadt einnehmen, dann müssten die Franzosen rein theoretisch aufgeben. Ich kippe mir mal eben was zu trinken ein. Nein, weiter Frieden, nein, nein, nein. Ich will, dass ihr hier weiter angreift. Alle Mann. Und wir schaffen es nicht. Okay. Mit euch sind wir sogar noch im Krieg, das tut mir leid. Ja gut, aber... So, der Z-Plan, um... Ach, das kann ich gar nicht umgehen. Dann habe ich das jetzt ganz umsonst gemacht. Weil normalerweise gehe ich auf U-Boot-Bemühungen, Handelskrieg und dann U-Boot-Kosten. Okay. Okay. Warte, ich sollte trotzdem noch irgendwas anderes machen. Und zwar, Antikomment, eigentlich gerade nicht. Wir könnten tatsächlich erstmal Bauindustrie hochpushen. Ja. Wir sollten mal hier in der Forschung weitermachen. Ich bin jemand, der konzentriert sich zu sehr bei der Forschung auf ganz andere Themen. Ich will das hier erobert haben. Komm schon. Das macht keinen Sinn, warum das nicht klappen sollte. Wir haben da die komplette Luftüberlegenheit sogar noch. Venezuela ist Alliierten beigetreten. Das ist ja schön für Venezuela. Venezuela. So. Das heißt noch ein später mehr, mit dem wir kämpfen müssen. Wir sind sogar mit Japan im Krieg. Das ist ja schön. Na, deine neuen Truppen. Du hast zu viele. Passiert mal. So, jetzt wenn wir jetzt hier unten dicht machen könnten, dann hätten wir schon mal Glück, können wir nicht. Also ich sehe das jetzt so, dass wir auf jeden Fall nicht den Nichtangriff packt. Vor Russland erstmal die... Oh mein Gott.
Bündnisführer. Bündnisführer der, Alter. Bündnisführer der Alliierten ist nur noch Japan. Gut, wir nehmen uns jetzt die ganzen Generäle, die wir wollen. Hierfür, warte. Erste Armee, zweite Armee, dritte Armee. Das ist die fünfte Armee, das ist die sechste Armee, das ist die vierte. So, das ist 3, 4, 5, 6. Und du wirst einfach denn die siebte Armee in der Farbe weiß. So, und der General bleibt da auch. Jetzt, um kurz die gesamte Armee, die Armeen wieder richtig zu sortieren. Machen wir das mal eben so. Ich muss kurz überlegen. Gut. Von dir nehmen wir jetzt Truppen weg, kurz um die, hoppla, die alle voll zu machen. So, das heißt, so. Wir müssen jetzt mal kurz die Armeen wieder auffüllen. Durch, dass ja nicht alle der Heere ...30er Division haben, kann man das so machen. Gut, das heißt, du brauchst nochmal eine 5er. Und du brauchst dann auch nur 6 Panzer. Die kommen nach hier, der Rest wird gelöscht. Damit hätten wir das. Wobei ich sagen muss, Russland. Und dann fangen wir an, das zu machen, was ich wollte. Wir müssen jetzt erstmal hier... Eigentlich müssen wir jetzt erstmal... diese Division fertig machen. Das hätte ich jetzt nicht alles löschen müssen. Und damit hätten wir schon mal das Template fertig. Nein. Nein. Ja, das Template fertig. Das sind meine Haupttemplates, die ich immer benutze. Dann kommen jetzt gleich die anderen Templates. So, und was wir auf jeden Fall brauchen, sind die Sachen für die nächsten Kriege. Und dann fangen wir gleich an, die Flotte zu bauen. Das ist jetzt zum Beispiel mein standardmäßiger Aufbau für meine Armeen. Jetzt muss ich nur überlegen, wie wir es machen. Okay. Ich muss mir jetzt hier mal kurz gucken, dass wir hier so viel nehmen, wie wir können. Okay. Machen wir oben mal kurz etwas weniger erstmal. Ja, ich wünschte, Spanien könnte noch mehr nehmen. Eigentlich dürfen die ja hier bei Jugoslawien... Ja, doch, dürfen die natürlich mitmischen.
Kann ich das so machen? Gut, Dänemark. Dänemark gehört mir. Puh. Das ist ja auch okay, dass die sich da unten so viel nehmen, aber der Kongo gehört auch was. Ich will ja für meine eigenen Verbündeten nicht fies sein. Soll die auch noch das hier bekommen? Das wäre denn. Ich hasse das ja, wenn das immer so auseinandergehend ist. So, die kriegen das. Weißt du was? Weil ihr seid ja auch eher so ein Inselvolk, wollte ich gerade sagen, also so ein Meeresvolk. Kriegt ihr das noch? Und das da? Hey, Ruhe. Das kann ich mir sogar noch so erlauben. Kroatien, wo ist die kroatische Flagge? Bin ich? Kroatien, da. Nö. Ich will doch, dass Kroatien existiert. Machen wir mal ganz kurz. Okay. Spanien, hier habt ihr was übersehen, das sollt ihr auch haben. Wisst ihr was? Kann Spanien sich das ja auch noch nehmen? Okay. Was schreit ihr hier rum? Ruhig. Das Gebiet hier unten, das sollte. Wisst ihr was? Das will ich ja nicht befreien. Und zwar, wo ist es? Laos will ich. Nee, befreien wollte ich Laos eigentlich. Da kann ich gar nicht befreien. Okay, wartet. Ich kann die Runde eh nicht beenden. Wait, what? Was habe ich denn Spanien jetzt hier? Also, ihr bekommt das. Okay. Ich habe keinerlei Interesse an Afrika. Muss ich sagen. Ja, nimmt Spanien sich selber, okay. Dann fangen wir einfach mal hier oben an. Ich habe mir das jetzt überlegt, also. Die wollten kein Bündnis mit mir. Ich will Jugoslawien eigentlich. Mario als Marionette. Warte, nee, Kroatien. So, wo ist meine Marionette da? Soll ich das so machen? Kriegen die das? Ach Gott, kriegen die aber, kann ich gerade noch nicht. Kroatien. Das, 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 das. Und ich nehme mir hier die Rohstoffe, weil ich gemein bin. Gut. Damit wären die Friedensverhandlungen fertig. Mal gucken, wie jetzt das alles aussieht. So. Wir sind nicht mehr im Krieg, oder? Doch, mit Japan tatsächlich. Aber wir haben das hier okay aufgeteilt. Das gefällt mir zwar nicht so. Ja, das hier ist auch okay. Das ist okay so. Ja, da wünscht sich Italien wahrscheinlich auch eher so auf meiner Seite gewesen zu sein, wenn die jetzt so sehen, was hier so für Gebiete sind. Und ich denke mal, in der nächsten Folge, das war jetzt eine lange Friedensverhandlung. In der nächsten Folge werden wir anfangen, die Pläne für die Invasion Englands und Italiens voranzutreiben. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, der nächstgrößere Feind, den ich hier sehe, ist Russland.
Deswegen treiben wir auch die Invasion Englands und Italiens voran, anstatt dass wir uns erstmal um Russland kümmern. Kongo, behalte deine Truppen bitte. Und die Folge ist etwas kürzer mit 25 Minuten, aber wir sehen uns das nächste Mal dann wieder. Ich denke mal, das sollte besser sein. Ich weiß noch nicht, was wir mit Bulgarien machen. Entweder teilen Griechenland und ich uns das Gebiet oder sie schließen sich uns an. Ungarn wird auf jeden Fall zwischen mir und Kroatien aufgeteilt. Italien, Griechenland, Kroatien und ich teilen uns das auf. Spanien kann die Insel haben und die Teile Afrikas. Wir müssen mal gucken. Diese beiden Länder würde ich echt gerne bei mir mit ins Bündnis holen. Ich muss mal gucken. Können wir nicht, da Dänemark nicht mehr existiert. Tja, das ist dann natürlich schlecht. Dann hört auf, mir eure Truppen zu geben. Bitte. Wir haben hier ein ganz schön starkes Heer, muss ich sagen. Wir haben mehr als genug Punkte, um meine Idee durchzusetzen. Ich hoffe, dass die klappt. Also ich weiß nicht, ob ich die gegen Russland testen sollte oder ob wir die jetzt gegen andere Länder testen. Also gegen Ungarn, gegen Italien. Erstmal will ich ja Schweiz und Niederlande noch erobern, denn Norwegen, mal sehen. Schließen sich wahrscheinlich eh alle dem Westpazifikbund an. Westpazifikpakt. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Euer Remske. Bis zum nächsten Mal. Wir werden dann jetzt hier das Spiel beenden. Ciao, ciao. So Leute, willkommen in der nächsten Folge von Hearts of Iron 4 mit dem Deutschen Reich. Wir haben den Großteil Europas unter uns, vier Mitgliedern der Achsenmächte aufgeteilt. Wozu gehören Kroatien, dann Griechenland und Spanien? Mit dem Deutschen Reich natürlich angeführt. Als nächstes hatte ich vor, in dieser Folge die Vorbereitung auf die Invasion Englands vorzubereiten. Die Niederlande aus dem Weg zu räumen. Und die Schweiz aus dem Weg zu räumen. Und dann schon mal die Armeen aufbauen für die Invasion auf Italien und England. Ich habe schon mal angefangen mit der Küstenwehr, weil wir werden unsere Küste verteidigen müssen. Das habe ich kurz offscreen gemacht. Hier ist das Template dafür. Das ist meine Standardverteidigung einer Küstenregion. Hier kommt nachher noch eine Panzerabwehrkanone hin, wenn wir die erforscht haben. Das kommt demnächst oder gleich. Und wir können jetzt einfach mal die Zeit weit... Warte mal, wir können hier schon mal überlegen. Wir müssen gegen Russland in den Krieg ziehen. So viel steht fest. Wir werden einfach erstmal ganz simpel einen kleinen Angriffsbereich machen. So. Alles wird gut produziert. Ich habe auch schon mal hier die Erweiterung hier schon mal für die Bauprojekte gemacht. Also ich habe schon mal die Bauprojekte für die Leute. Hoppla, das habe ich jetzt gemacht. Die Bauprojekte hier schon mal okay, das backt rum. Das wird schon gebaut, okay. So. Habe ich ja schon teilweise hier schon fertig gemacht. Jetzt gerade können wir einfach nur warten auf die Ausbildung der Truppen und danach, dass meine Forschung vorangeht, weil ich habe ein paar Forschungsideen. Ich bin am Überlegen. Wir können natürlich auch Kroatien und Griechenland annektieren, so. Das geht ja einfach. Wir können das ja unter Untertanverwaltung, denn hier Autonomie-Level senken. Könnten wir machen. Gut, dann fangen wir an mit der Idee, die ich hatte. Wollen wir die Jagdpanzer? Dann machen wir schon Sturmtiger, Elefant oder... Ja, nehmen wir hier noch die Hummel mit. So, und jetzt können wir endlich unseren Großtraktor gegen Tigerpanzer austauschen. Wir sollten auch langsam in die Luftwaffe reinforschen. Divisionsdesigner, brauchen wir noch irgendwas? Muss ich mal kurz nachdenken. Nehmen wir tatsächlich davon... Nehmen wir mal 6 Divisionen erstmal. Ich weiß nicht, wie viel wir davon brauchen wirklich. Beziehungsweise machen wir es mal anders, damit wir mehr Truppen ausbilden können. Erstmal hier irgendwo in Frankreich ausbilden. So.
Wir könnten mal hier eben Verbesserung der Arbeitsbedingungen machen. Gut, jetzt können wir auch noch gleich in die Packforschung reingehen. Da haben wir auch schon die mittleren Jagdpanzer, die ich brauche. Nicht, na gut, wir haben die kaputte Fabriken, die werden ja noch repariert. Da brauchen wir erstmal nicht so viele. Hier kommt Portugal, gib mal her. Und Gummi nehmen wir uns von England, haben wir aber nicht genug. Und vom deutschen Kongo, Deutsch-Kongo. So, die 5 Divisionen müssen nicht bis zum Ende ausgebildet werden, das tut nicht Not. So, damit sind die 7 Armeen hier fertig an der russischen Front. Wir wissen natürlich gerade nicht, was die Russen erforschen oder die Sowjets, was die hier gerade machen. Deswegen stellen wir uns einfach hin, bilden unsere Truppen aus. So, du könntest ein Level Up, aber du hast keine möglichen Skillpunkte mehr, keine möglichen Sachen frei. Du hast ein Level Up und du kannst das lernen und das... Rommel hat noch ein Level Up, aber kann immer noch nicht, kann nichts weiteres lernen und gut. Ungarn will einen Nicht-Angriffspakt, das halte ich für schlecht. Ich habe nämlich die glorreiche Idee, England und Italien Nicht-Angriffspakt zu haben und dann einfach Ungarn zu überrennen, das sollte klappen. Das ist jetzt nicht mehr die Front West, sondern die Front Ost. Ich habe auch keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt noch eine Chance gegen Russland haben. Die werden schon ziemlich gut vorhanden sein. Also solange hier unten noch Krieg tobt, haben wir ein Problem. Wir müssen wirklich dafür zusehen, dass wir eigentlich warte, wie lange kommen wir? 26. April 42, das reicht. Also wir müssen eigentlich dazu sehen, dass wir die Hummel haben wir auch fertig. Gut, dass wir... Ja, komm, jetzt sag. Jetzt komme ich nicht drauf. Zusehen, dass wir... Wait, kann ich kurz eine andere Forschung noch gucken? Dass wir langsam aber sicher uns überlegen, wie wir da unten denen helfen. Ich habe aber keine Ahnung. Flottenaufbau. Jetzt sollten wir auch langsam mit der Flotte beginnen in dieser Folge noch. Dass wir so am Ende der Folge wenigstens die U-Boot-Produktion anlaufen lassen und die Zerstörerproduktion. Aber... Für den Angriff auf England sollten wir auf jeden Fall auch die Flugzeugproduktion auch stärken. 66 Schiffe haben wir. Okay, wir sollten vielleicht jetzt damit anfangen. Hauen wir einfach erstmal die U-Boot-Produktion raus und die Zerstörerproduktion. Okay, wir haben nicht genug, aber es sollte schon so gehen. Und die kommen jetzt alle erstmal zur Hochseeflotte mit. So, was wir natürlich jetzt auch nochmal kurz gucken konnten. Häfen haben wir überall. Gut, natürlich brauchen wir ziemlich viel Ausrüstung hier für die die Küstenwehren. Die wir hier an der, auf jeden Fall an den Küsten, die wir hier besitzen, denn aufstellen, damit wir nicht eine Landung der feindlichen Truppen haben. Ich sehe gerade, wir müssen hier eine Armee haben. Hier und hier. Und dann halt eine Truppe, die nach England rüber segelt, nennen wir es mal liebevoll. Habe ich das? 6? Warte mal. Ja, das deutsch-italienische Technologieabkommen. Was kriegen wir dafür? Gebirgsjäger und Marinedoktrin. Finde ich gar nicht mal schlecht. Ja, sieht eigentlich gar nicht mal schlecht aus, wie weit die fortgeschritten sind. Aber erstmal ist das da oben wichtiger. Dann könnten wir das tatsächlich vielleicht so machen. Überlege ich mir jetzt nochmal anders. Ich wollte ja eigentlich eine neue Art von meiner Armee testen. Aber anstatt alles komplett zu testen, machen wir es hälftemäßig, dass wir noch die alte Armee etwa... Wait, das brauchen wir gerade nicht.
gehen wir doch lieber erst nochmal auf die Luftherrschaft. Und zwar die Hummel. Wir können die hier schon mal tatsächlich mit ausbauen, die gezogene Artillerie, den Nebelwerfer 41, gezogene Artillerie in einer kleinen Menge. Taktische Bomber kommen weg. So, 30 davon nur noch. Holen wir uns von Niederländisch-Indien. Hiervon brauchen wir immer mehr. Portugal. So, hier. Das muss irgendwie verbuggt sein, dass ich hier so viele Fabriken reintun kann. Machen wir mal eben weg. Kroatien gibt mir mal wieder ihre Artilleriedivision. Konnte man nicht eigentlich... Ja, man konnte. Boah, das sind so viele durcheinander gedachte Vorlagen. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. So, wir haben jetzt ja hier Armee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ich habe 7 Armeen, 7, 8, komme ich auf 8. Fangen wir einfach mal an. Mit der nächsten sozusagen Armee, die wir jetzt aufbauen. Ich hätte die Soldaten bis zum Ende ausbilden lassen, sonst fällt mir auf. Das ist ein Fehler, den ich immer wieder begehe, aber wir brauchen jetzt hier eine Truppe, die sich gleich um die hier kümmert. Unter dem Kommando von Walter. Wir haben tatsächlich auch genug Generäle, glaube ich. Feldmarschäle. Feldmarschale. Ja, wir schälen die einfach. Der hat auch noch einen recht guten Angriff. Ah, das ist der. Komm, nehmen wir den. Könnt aber auch noch mal ein bisschen ausbilden. So. Neues Template erstellen. Panzergrenadier. Wie geht das mit dem... Oh, hoppla. Bündelstrich. Ich versuche mir jetzt zu überlegen, wie ich das machen will. Ich habe das schon in einem anderen Run privat getestet. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich das will. Wait. So will ich das schon mal nicht. Ich will Lafette. Ah, da ist der Jäger. Noch ein Jäger und noch eine Lafette. Gefolgt von Infanterie. Gefolgt von Infanterie. Geführt von... Okay, das wäre ein Template, an dem ich Interesse hätte, das mal zu versuchen. Ich dachte mir so, vielleicht gibt es so eine Art mögliches Allround-Template, weil meine beiden Main-Templates waren ja immer das Panzer-Template mit 3-3 und einmal ein riesiges Infanterie-Template und ich wollte mal gucken, ich bin am überlegen, könnten wir, was passiert, wenn wir mehr Durchbruch 5-3 Durchbruch, 5-5 Durchbruch, wollen wir mal eine, oh, ich sehe das Problem, das könnten wir so nicht beheben, könnten wir das so beheben, indem wir Das können wir so beheben. Hätten wir weniger Defensive. Was ist, wenn ich... Wollen wir es mal so versuchen? Rein motorisiert. Ah, das ist aber rein motorisiert. Ich weiß noch nicht. Warte mal. Wir könnten das natürlich dann auch so machen. So werden wir es mal versuchen. Und davon brauchen wir dann... Davon will ich dann mehr haben. So. 3. 3. Davon kommen dann 12 in ein Armeechen. Was fehlt uns an Sachen? Ja, die Pack. Die Pack wird gerade noch erforscht. Die Pack haben wir noch nicht ganz erforscht.
Operation Tannenbaum. Gut, hier habe ich jetzt natürlich vermasselt, die U-Boot-Sachen zu gehen. Hier würde ich am liebsten laden. Weil, naja, der Z-Plan. Das ist ja hier, so und so viele Schiffe bauen. Wenn abgeschlossen hat, Kriegsunterstützung und Marineerfahrung, schaffen wir auf jeden Fall nicht mehr. Finde ich schade, habe ich vermasselt. Ich dachte, ich könnte es ja umgehen mit Dänemark. Habe ich mich jetzt nicht ganz... Right. Ah, besetztes Gebiet. Das geht natürlich so nicht, dass ich jetzt einfach Dänemark wieder freigebe, weil dann gebe ich das hier oben frei. Das will ich ja nicht. Nein, dann bleiben wir hier einfach jetzt und übernehmen alles, weil ich wollte erstmal mich mit denen da oben verbünden. Seitdem das jetzt nicht geht, werden wir die danach erobern. Reichskommissariat will ich nicht. Atlantikwahl können wir nicht. Frankreich existiert auch gar nicht mehr. Oh. Oh. Wir sorgen dafür, dass sie gleich nicht mehr existieren. Leibpacht beginnen. Einmalig hier nehmt. Sind doch. Warte, sind das. Ist das eine. Sind das. Ist das eine von unseren Untertanen? Ist kein Untertaner. Oh. Huh. Okay. Das ist jetzt gerade verwirrend für mich. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass ich das angestellt habe. Okay. Müssen wir jetzt mit leben. Kein Westwall. Kein Atlantikwall. Das könnten wir uns nochmal kurz holen. Dann könnten wir gleich auf die neuen Panzer schon gehen. Na, wie lange? Eine Viertelstunde schon, nur um hier ein bisschen zu planen. Okay, ich muss jetzt so angucke, was fehlt denn jetzt noch immer noch? Pack. Was ich auf jeden Fall, das mit Frankreich, das habe ich auch total vermasselt. Ich weiß nicht, ich wollte doch eigentlich die Länder hier befreien und jetzt habe ich dafür gesorgt, dass, Alter. Jetzt habe ich dafür gesorgt, dass das ein freies Land ist, an das ich nicht wieder rankomme, so ohne weiteres. Dafür sollten wir Japan... Japan verliert, okay. Japan noch die Möglichkeit geben, noch zu gewinnen. Wir müssen hier unbedingt ausbauen. Das ist das Problem. Das ist das Problem wahrscheinlich. Die Produktion der Sachen geht nicht schnell genug voran. Es wird ja... Ach, oder ich, dass ich auf Pause bin. Gut, da haben wir die Pack, also forschen wir auch direkt in die Pack rein. Da. So. Pack kommt nach hier oben, brauchen wir theoretisch ziemlich viel. Und damit produzieren wir keine Marineflieger mehr. Und das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder Militärfabriken aufbauen. Nebenbei wird er repariert. Entschlüsseln und weiter im Text. Ich traue mich ja nicht mit diesen 12 Divisionen anzugreifen, sonst würde ich das schon längst machen. Okay. Jetzt, ja, ich mache das jetzt mal eben schnell. Oh, das war nur ein Panzer. Okay. Das ist natürlich... Was habe ich jetzt hier gemacht? Hä? Ah, ich sehe das Problem. Dann machst du doch mal hier 5 raus. Kriegt ihr trotzdem jetzt eure Panzerdivision. Ich brauche keine Ausrüstung. Danke, Kongo. Ich will nur nicht, dass du ein selbstständiger Staat bist, weil ihr euch zu schnell mit in Kriege reinziehen lässt von meinen Verbündeten und dann werdet ihr einfach überrannt. Ihr könnt später selbstständiger Staat werden, wenn alles gewonnen ist.
Gut, das. Sowjetunion hat den japanischen Krieg begonnen. Das mit Frankreich stört mich, ja. Kann ich nichts gegen machen? Müssen wir jetzt mit leben? Dass ich das vermasselt habe, Alter. Das tut mir im Herzen weh. Dass mir so ein Fehler unterlaufen ist. Ich achte bei Friedensverhandlungen eigentlich immer richtig heftig darauf, dass sowas nicht passiert. Ah, das ist halt immer das Problem beim Ironman-Modus. Deswegen kriegen wir auch leider den blöden Westwall nicht. Weil die ja noch existieren. Und so wie ich Frankreich kenne, sind die auf dem Defensivschwerpunkt. Das heißt also, die sind auch sehr schwer loszuwerden. Das heißt, wir dürfen theoretisch anfangen, unseren eigenen Westwall zu bauen. Wait, das sind Bunker. Theoretisch brauchen wir den aber ehrlich gesagt nicht. Wir werden unsere Truppen dahin stellen. Das müsste reichen gegen England. Die werden schon kaum was ausrichten können. So, gut, dann hätten wir das, das und das. Ja, ich bin wieder nicht so bereit. Okay, wir haben denn das jetzt. So, dann bitte plan mal den Angriff hier auf die Niederlande. Und den ziehen wir dann jetzt auch einfach mal durch. Gleich. Was? Okay, wir haben ein Problem. Ungarn kriegt nichts. Was? Nichts aufteilen. Was erlaubt ihr euch? Ach Gottchen. Ja, jetzt müssen wir doch hier. Ja, das ist jetzt die Ostfront. Das hier ist die Westfront. Wir werden gleich denen hier wieder alles Namen geben. Herr, bla 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 und Herr. So und so. Und Armee so und so und Armee so und so. Erstmal müssen wir kurz gucken, dass wir hier uns jetzt hier einnisten. So. Ja, klar weise ich die ungarischen Forderungen zurück. Die sind eine Frechheit gewesen. Nicht beteiligt im Krieg. Auf der falschen Seite vor allem noch. Und dennoch sowas fordern. Marinebomber brauche ich gerade nicht. Wo sind meine Stukas da? Wir müssen jetzt unbedingt. Die machen mich jetzt hier ein bisschen nervös, deswegen hauen wir auch gleich mal diese Truppen raus. Die denn jetzt einen neuen Kriegsschauplatz bekommen, und zwar die Küstenwehr. Mit den Oberbefehl. Ja, das ist eigentlich ein viel zu guter Kommandant für die Küstenverteidigung. Mein Fehler. Wir brauchen irgendeinen General, den wir kurz befördern könnten. Der hier. Wollen wir den hier einfach nehmen? Der ist eigentlich ein recht guter Angriffsgeneral. Nein. Nehmen wir hier den hier, befördern den. Haben jetzt hier unseren Defensivgeneral, Defensivdoktrin und. Ach, wir haben nicht genug Punkte mehr. So, seine Aufgabe wird sein, Küsten und Häfen zu verteidigen. Und zwar hier, hier, hier. Hier, 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 hier. Wir können das hier schon mal mitmarkieren. So, Dänemark. Dänemark. So, so, so. Das, das, das. Wir gehen tatsächlich nochmal mit hier hin. Ich weiß ja nicht, von wo die angreifen. Hier oben bis nach damit. Und dann Kroatien. Griechenland. Müsste so reichen. Dafür brauchst du 132 Divisionen. Die 132 Divisionen sind mit in der Ausbildung. Schwere Jägermodelle benötige ich gerade nicht. Armee-Innovation könnten wir nochmal reingehen.
Gut. Ich habe wirklich Angst, dass Ungarn da ein bisschen Blödsinn machen möchte. Wir haben, also so voll hatte ich mein Arbeitspanel noch nie. Mit dem, was wir gerade benötigen, also so weit in den miesen Zahlen bin ich selten. Das liegt auch teilweise daran, dass ich die Truppen einfach viel zu schnell raushau. Verbesserte Pack. Auf jeden Fall. So, die nächste Panzerdivision. Jetzt habe ich ganz vergessen, was ich eigentlich noch gemacht habe. So, das hier wird jetzt. Erstes. Ne, es ist jetzt das. Das ist die Küstenwehr. Warte. Oberkommando KKW. Oberkommando Küstenwehr. Keine Ahnung, müssen wir gleich mal gucken. Blau für Wasser. Machen wir es so einfach. Oberkommando der Küstenwehr. Passt. So, das ist die erste Küste. Was mache ich denn da? Erste Küsten. Lütz. Erste Küsten. Die erste Küstenwehr. Ich finde, nehmen wir das Blau und verpassen euch das Schild. Und ihr bekommt das Dunkelblau. So. Oh na, obwohl. Komm, hellblau. Hoppla. Dunkelblau. Und dein General wird ein defensiver General. Muss ja nicht mal wirklich ein unbedingt ein Erfahrener sein für die Küstenverteidigung. Reichen oftmals Unerfahrenere. Die Produktion ist eingestellt, weil wir nichts bekommen von denen. Okay, holen wir uns einfach von mehreren Quellen noch was. Warum auch immer, wir davon nicht genug bekommen. So. Wirtschaft ist noch stabil genug. Passt. Neue Flugzeuge. Und jetzt fangen wir mal eben an. 200 Tage. Ja, komm. Sturmgewehre und andere Waffen. Tauschen wir die Messerschmitt gegen die Focke Wulf aus. Gut, Ungarn sollte jetzt, glaube ich, realisieren, dass wir ihnen nichts geben. Ich weiß nicht, ob. So. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob wir den Kampf gegen die hier gewinnen werden. Mit dieser Armee. Könnte natürlich auch sein, dass das nach hinten losgeht. Aber auf jeden Fall kriegen sie Unterstützung von Japan. Das ist schön. Gut, die sammeln jetzt ein bisschen Erfahrung. Wir gucken mal hier so weiter, damit da alles ausgebildet wird. Diese Truppen können wir immer schön raushauen. Obwohl wir machen hier gleich die zweite Küstenwehr raus. Damit wir schon mal den zweiten General auch fertig haben. Gucken, weil mehr brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Zwei General. Obwohl. Ich glaube, eine dritte Küstenwehr müssen wir auch noch bekommen, aber ein bisschen wir dann. Danach holen wir uns die Schweiz und dann. Gucken wir mal, ob wir einen Krieg gegen Russland anfangen. Was war das? Das ist keine der Männer, die ich brauche. Gut, wir sind bei 27 Minuten der Aufnahme, haben noch ein bisschen Zeit. Ja, ich sollte die nicht so schnell raushauen, aber ich habe das Gefühl, wir sollten. Ich muss hier unbedingt gleich den Ränge und dergleichen geben, Namen für die Gruppen. Oh. Warte, hä? Die Mexikaner mischen sich ein. Warte mal. Oh. Was ist das? Warum ist das mein Bündnis?
Okay. So, Niederlande macht uns gute Verluste rein. Würde ich sagen, 38.000, aber wie viel hat die Niederlande? Oh ja. 30.000, ich bin noch nicht ganz zufrieden damit. Müssen wir mal gucken. Radartechnologie, stimmt. Würde der Hitler-Stalin-Pakt mir Vorteile bieten? Nein, der würde mir nur Nachteile bieten, sehe ich gerade. Da ich sonst gerade nichts brauche. Bauindustrie? Bauindustrie. Das sollten wir vielleicht mal eben machen. Ja. Der Kampf ist aber gewonnen, nehme ich an. Gut. So, da erstmal hin. Ich brauche tatsächlich noch mehr Ressourcen. Die haben nicht das, was ich will. Die haben das nur in minimalen Mengen. Die Türkei hat ganz schön viel Chrom. Das ist lecker. Wir sollten Griechenland annektieren. Holy crap. Okay, wir annektieren die Griechenlande. Ich zeige euch mal, wie man das relativ effektiv macht. Wir nehmen jetzt die Griechenlande, schicken ihnen Leihpacht. Wir haben 1000 Schiffe in Reserve. Da hauen wir jetzt mal eben 500 raus für. Ich brauche ja auch gleich noch welche für die Landung auf England nachher. So, mal ganz kurz gucken. So, das müsste jetzt langsam ja sinken. Oder ist sogar schon gesunken? Keine Ahnung, sehen wir nachher. Ich glaube, das dauert immer einen kleinen Augenblick. So, ich weiß noch nicht, wie effektiv unsere neuen Divisionen sind. Sieht aber nicht so gut aus, oder? Kurz. Doch. Scheint relativ okay zu sein, tatsächlich. Niederlande hat kapituliert. Das heißt, wir haben jetzt hier noch sozusagen die restlichen feindlichen Truppen, die hier so waren. Ich habe das Gefühl, diese Templates scheinen relativ okay zu sein mit dieser Aufteilung. So, dann holen wir uns jetzt als nächstes die Schweiz, damit wir den Angriff auf Italien. Also die Schweiz müsste ich eigentlich nicht besiegen. Ich würde nur den Angriff auf Italien damit vorbereiten. Nein, brauche ich nicht. So, hier haben wir nochmal eine 12er-Division und die gehört dahin. Wenn alles ausgebildet hier ist, vor allem auch die Küstenwehr nicht mehr trainiert werden muss, denn. So. Ah, das war ja zu wenig. Wenn nicht mehr die Küstenwehr trainiert werden muss, dann hat man es auch gut, weil dann geht allgemein die Ausbildung schneller vonstatten, weil wir dann ja wieder in die Richtung gehen können, dass wir uns auf unsere Männer konzentrieren können, also auf die Hauptwehr sozusagen. So, die kommen jetzt hier rüber. Okay, das Geschwader dahin, das Geschwader dahin. Schnelleres Plan einmal bitte. Wir müssen das machen. Irgendwie müssen wir da durchkommen. Wie viel? Okay, wir werden den Krieg jetzt anfangen. Unsere Truppen müssen bereit sein. Das wird jetzt hart, weil vor allem das ein ziemlich bergiges Land ist. Mal gucken, wie wir das schaffen. Und wir sehr viel auf Fahrzeuge uns verlassen. Während die Küsten relativ gut gehalten werden. Okay, unsere Schiffsproduktion läuft.
Oh, Italien mischt sich ein, so wie ich es sehe. Das natürlich ist okay, Italien. Die sind auch im Krieg mit dem Pazifik, mit. Hallo, stopp, ich will euch in mein Bündnis laden. Genau. Und das japanische. Ihr seid den Alliierten beigetreten? No, super. Aber gut, wir haben ja. Dann ist das halt so. Dann ist das so. Und wir machen jetzt hier einen Schnitt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder.